Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zum WWE 2K19 Universe Mode. Leute, ihr habt's richtig gehört, WWE 2K19 Universe Mode wird jetzt losgehen. Das Projekt Universe Mode auf meinem Kanal findet schon 2 Jahre hier statt und jetzt geht es weiter. Wir haben wieder eine kleine Pause gehabt. Wir haben WWE 2K17 Universe Mode hinter uns, wir haben WWE 2K18 Universe Mode hinter uns, was ein richtig krasses Ende hatte. Und Leute, jetzt fängt eine neue Ära an mit WWE 2K19. Es werden sehr viele Folgen kommen, es wird so ein geiles Projekt und es werden auch Community Universe Mode Livestreams auf meinen Kanal kommen für diejenigen, die jetzt neu hier auf meinen Kanal zugestoßen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like in diesem Video hier hinterlässt, plus ein positives Feedback. Und Leute, wegen meiner Stimme, ich bin erkältet. Das ist halt jetzt blöd gelaufen, dass ich ausgerechnet jetzt am Anfang vom Universe Mode erkältet bin. Aber man kann es nicht ändern, ich war auch nur ein Mensch, ne? Und deswegen, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber Leute, es werden sehr viele geile Folgen kommen. Es werden so gut wie jede 2 bis 3 Tage eine Folge kommen. Mit NXT, Leute, wir werden so viel Spaß gemeinsam haben. Deswegen, Leute, falls ihr neu seid, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und Leute, ich habe eine Bitte. Eine Bitte an euch. Bitte bleibt bis zum Ende dran, beziehungsweise bis zum Ende dieses Projekts dran. Leute, das wird einfach nur geil. Dieses Projekt WWE 2K19 Universe Mode, beziehungsweise Universe Mode an sich, ist einfach mega geil. Und das muss man sich bis zum Season Ende anschauen, Leute. Deswegen verpasst keine einzige Folge. Bleibt bis zum Ende der Season dran. Und bei WWE 2K20 Universe Mode, Leute, es wird einfach mega geil. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine geile Season haben werden. Und Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich rede jetzt nicht mehr so viel. Ab zum Intro. Ja, Leute, jetzt ist es endlich soweit. Herzlich willkommen zurück zum Universe Mode. Wir sind hier in Boston und Leute, holy shit, bin ich gehypt auf diese Show hier. Es ist die erste Folge im WWE 2K19 Universe Mode und das steht heute alles an. Sasha Banks hält heute hier eine Promo, dann werden wir noch ein Tag Team Match sehen um die Raw Tag Team Championships, und zwar werden Bo Dallas und Curtis Axel ihre Titel aufs Spiel setzen gegen Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Dann haben wir ein normales Singles Match zwischen Jason Jordan und Dean Ambrose. Dann trifft John Cena auf Sami Zayn. Ember Moon trifft auf Ruby Riott und an Ruby Riott Seite sind natürlich die Mitglieder vom Riot Squad, Sarah Logan und Liv Morgan. Baron Corbin gegen Bobby Roode haben wir noch. Und unser Main Event heute ist Braun Strowman gegen den Kingslayer, gegen den Intercontinental Champion Seth Rollins. Und wir schauen jetzt mal, was Sasha Banks so zu sagen hat. Here to set the record straight.
Und hier sehen wir auch The Boss Sasha Banks. Sie sieht jetzt nicht so glücklich aus und sie ignoriert uns hier auch irgendwie. Sie ist sauer. Ich bin jetzt mal gespannt, was sie hier zu sagen hat, weil wir so kennen wir Sasha Banks eigentlich nicht, vor allem als Fan-Favorite, beziehungsweise sie ist ja beliebt bei der Crowd und deswegen weiß ich jetzt nicht, was das hier soll. Möchte sie uns jetzt auf uns, also möchte sie jetzt auf uns losgehen oder was will die denn jetzt? Also was hat die denn jetzt zu sagen? Wir können Höflichkeiten austauschen, ich könnte über diese Stadt sprechen oder darüber, wie sehr ich euch liebe. Was ich im Übrigen tue, doch stattdessen, wieso kommen wir nicht einfach zur Sache? Ich meine, ihr wisst ja alle bereits, warum ich hier draußen bin, oder? Ja, okay, eigentlich weiß ich jetzt nicht, warum du hier draußen bist. Und Leute, vorab nochmal, falls ich mich verlese, schreibt jetzt nicht in die Kommentare, du kannst voll schlecht lesen oder sowas. Leute, das Ding ist, ich nehme das Ganze hier im Nachhinein auf, also ich kommentiere das Ganze hier nach und der Bildschirm, beziehungsweise das Videopaket, was ich hier bekomme, ist so klein, dass man die Buchstaben gar nicht erkennen kann. Eine der Sachen, die ich daran liebe, in der WWE zu sein, ist die Unberechenbarkeit. Ich meine, hier ist wirklich jeden Abend nichts unmöglich, deshalb bin ich heute auch hier draußen, weil es Zeit für einige überraschende, da kann ich jetzt nicht mehr durchlesen. Es sind ja einige schon von euch gewohnt, dass ich ein paar Textstellen nicht zu Ende lesen kann. Ich habe nicht vor, bei einer Reality-Show mitzumachen. Ich schmiede keine Pläne, was ich nach der WWE machen werde. Ich bin wegen der WWE hier, um in der WWE zu sein, um euer Champion zu sein. Oh, das ist ja mal eine Ansage hier. Also das ist doch mal, das sind doch wahre Worte hier von Sasha Banks. Ich will einen Titelkampf beim nächsten Pay-Per-View und ich möchte dem WWE-Universum zeigen, was ich kann. Ich möchte allen beweisen, dass ich der beste Superstar in diesem Roster bin, dass niemand sonst so viel Herzblut und Leidenschaft hat wie ich. Okay? Aber vielleicht gibt es da wirklich einige, die vielleicht mehr Herzblut und Leidenschaft haben als Sasha Banks, aber naja, sie möchte es uns beweisen und möchte ja einen Titelkampf beim nächsten Pay-Per-View, aber da muss sie den Raw General Manager Kurt Angle beweisen, dass sie es drauf hat. Ich bin so dankbar, dass das WWE-Universum auf meiner Seite ist, denn was wäre die WWE schon ohne die Fans? Gemeinsam können wir einiges erreichen und mein Aufstieg zur größten Frau in der Geschichte dieses Unternehmens ist nicht nur möglich, sondern unausweichlich. Und das waren die Worte von Sasha Banks. Sie ist auch fertig. Also, kurz und knapp nochmal zusammengefasst. Sie möchte unbedingt ein Titelmatch beim nächsten Pay-Per-View. Sie möchte sich beweisen. Sie möchte beweisen, dass keine andere Frau mehr Herzblut und Leidenschaft hat als sie. Und sie möchte uns beweisen, dass sie hier die Beste in diesem Roster bzw. in diesem Unternehmen ist. Und liebe Leute, das war mal eine krasse Promo. Wir machen aber jetzt weiter mit dem Raw Tag Team Championship Match. The B-Team verteidigen ihre Championships gegen Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Und jetzt geht's auch direkt los. Hier sehen wir den Show auf Dolph Ziggler und er marschiert hier gerade zum Ring. Ja Leute, also um ehrlich zu sein, er und Drew McIntyre, das ist im Moment einer der besten Tag Teams, die wir gerade in der WWE haben. Die beiden haben sich zusammengefunden, es ist ein sehr starkes Tag Team und die passen einfach zusammen. Ein sehr, sehr starkes Tag Team und ich denke mal, dass sie hier auch die Raw Tag Team Division dominieren werden.
schaut euch diesen Blick an. Drew McIntyre, der Schotte. Ja, er ist bereit für das Tag Team Match mit seinem Tag Team Partner Dolph Ziggler. Er möchte safe dieses Championship hier sichern. Und man merkt es auch hier an seinem Blick, dass er es will. Und da stimmt er uns auch hier zu, dass es hier stimmt, was ich hier sage. Hat er ja gerade... Oh, nee, stimmt doch nicht. Was soll das denn? Nein, Spaß, Leute. Spaß beiseite. Er möchte die Tag Team Championship hier sichern. Und ich denke mal, dass sie es auch machen werden. Wie gesagt, es ist im Moment einer der stärksten Tag Teams, die wir hier in der WWE haben. Und Drew McIntyre, einer der stärksten Superstars, die wir hier in der WWE haben. Also echt starke Superstars. Und hier sehen wir auch unsere amtierenden Raw Tag Team Champions, Bo Dallas und Curtis Axel, das B-Team. Ja, wie sie zu Champions geworden sind, also die haben ja die Leaders of Worlds besiegt, also Bray Wyatt und Matt Hardy. Und Leute, da muss man auch von Glück sprechen. Also ganz ehrlich, da muss man richtig von Glück sprechen. Und Leute, ganz ehrlich, ich denke mal nicht, dass sie lange Champions bleiben werden. Wrestlerisch, Bo Dallas, ein sehr starker Wrestler. Zu Curtis Axel kann ich jetzt nicht viel sagen, aber Leute, man muss wirklich sagen, man kann hier von Glück sprechen. Ja, da haben wir es gehört. Es geht um die Raw Tag Team Championships. Und der Referee, der holt sich jetzt auch die Titel hier von Bo Dallas und Curtis Axel. Die schauen sich genau den Titel an. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass sie diese Titel in ihren Händen tragen. Und das sind vielleicht unsere neuen Champions. Dolph Ziggler und Drew McIntyre, die wollen jetzt die Raw Tag Team Division dominieren. Und wenn ihr gehypt seid auf die weiteren Folgen, beziehungsweise wenn euch die Folge bis jetzt gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare den Hashtag Raw und lasst uns gemeinsam über die Raw-Ausgabe hier diskutieren. Schreibt eure Meinungen in den Chat, Leute, was ihr zur Raw-Ausgabe hält oder was ihr euch erhofft von dieser Season, eure Wünsche, sag ich mal, was ihr jetzt an Matcharten sehen wollt. Und so weiter. Das könnt ihr alles so in die Kommentare schreiben. Ich werde in die Kommentare genauer durchlesen. Also ich werde mir Zeit nehmen für die Kommentare, um alle eure Fragen zu beantworten. Und ja, es würde mich mega freuen, wenn ihr Feedback hinterlässt, also positives Feedback hinterlässt und Kommentare mit Beleidigungen meldet. Weil ich möchte einfach wirklich keine Beleidigungen hier im Chat lesen. Und Leute, falls ihr neu seid auf meinem Kanal, das Ding ist einfach, ich kenne nicht alle Moves hier mit den Namen auswendig, deswegen tut mir leid, falls ich jetzt hier manche Moves nicht call, beziehungsweise jetzt nicht auf die Namen der Moves eingehe, weil ich einfach nicht alle Namen auswendig weiß und auch jetzt nicht, also die meisten Finisher kenne, also die Finisher-Namen, deswegen Leute, nimmt sich so übel. Das Ganze soll nur zur Unterhaltung dienen hier, das Projekt. Es soll euch unterhalten, es soll euch Spaß machen. Und
wir wollen jetzt nicht wirklich auf jedes Detail hier eingehen, also mit den Moves und so. Klar, es gehört dazu, ich versuche mein Bestes, die meisten Finisher und Moves call ich auch, aber Leute, ich kenne halt alle Moves nicht und das ist halt das Problem, aber die meisten, die schon länger auf meinem Kanal hier sind und meinen Kanal verfolgen und den Universe Mode auch verfolgen, die wissen schon Bescheid, dass ich jetzt nicht so gut Deutsch kann und auch wirklich die Moves, die ich hier call, nicht 1:1 stimmen, beziehungsweise ich die meisten Namen der Moves nicht kenne, aber Leute, wie gesagt, nimmt sich übel, falls ihr neu seid. Es würde mich freuen, wenn ihr einfach mal diesen Kanal hier abonniert und auch weiterhin hier bleibt, also kommt und euch die Videos anschaut, denn Leute, dieses Projekt ist einfach mega geil und auch die Videos teilt, damit eure Freunde, die vielleicht WWE verfolgen, auch davon mitbekommen und wir dann eine größere Community werden. Und ich hoffe auch, dass ihr dann bei den Community Universe Mode Streams dabei seid, beziehungsweise generell bei den Livestreams. Deswegen Leute, aktiviert einfach die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich glaube, dazu brauche ich jetzt auch nicht viel sagen. Abonniert, liked, teilt und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und auch bei den Livestreams dabei seid, Leute. Wir werden ja so gut wie täglich einen Livestream machen, aber Community Universe Mode wird sehr oft am Wochenende kommen und die Pay-Per-Views vom Universe Mode werden auch gestreamt. Deswegen alles hier auf YouTube, alles live auf YouTube, Leute. Deswegen nichts verpassen, Glocke aktivieren und abonnieren. So. Und wie gesagt, Leute, die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich bin erkältet, deswegen ist meine Stimme auch heute so komisch, beziehungsweise klingt sich komisch an. Ich hoffe, ihr nehmt es auch nicht so übel. Aber wir konzentrieren uns jetzt noch hier aufs Match. Drew McIntyre und Bo Dallas sind jetzt hier draußen und liefern sich hier eine Schlacht ab. Also man muss sagen, in diesem Match dominieren jetzt hier Bo Dallas und Curtis Axel. Also die zeigen hier, was sie drauf haben. Sie wollen sich hier beweisen. Sie wollen uns hier zeigen, dass sie es nicht mit Glück geschafft haben, die Titel hier zu bekommen, sondern durchs Können. Und ja, Drew McIntyre, der macht jetzt hier seinen Job gut. Er zeigt hier, dass er hier, sag ich mal, das Biest von dem Tag-Team hier ist, von Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Und Bo Dallas taggt ein, da gibt's den Dropkick und da sehen wir auch, wie schnell Drew McIntyre hier agiert und direkt mal dem Clothesline hier zeigt. Also ganz ehrlich, so schnell steht er wieder auf, zeigt hier direkt mal einen Clothesline, aber Curtis Axel macht hier gerade Drew McIntyre fertig und befördert ihn hier auf die Ringmatte. Der Cover folgt 1 und der Kickout auch schon wieder bei 1. Bo Dallas steht auch wieder. Ja, er macht sich bereit, falls es einen Tag geben soll. Und wo wir vom Tag sprechen, da gibt es auch den Tag. Jetzt macht Bo Dallas wieder weiter, da wo er aufgehört hat. Jetzt packt er sich hier. Drew McIntyre befördert ihn auf den Boden und jetzt möchte er, dass er aufsteht. Bo Dallas tritt in den Magen und ich glaube, das ist der Ansatz zum Finisher von Bo Dallas. Cover folgt hinterher. Und 1, 2 und ja, der Pinfall wird durch Dolph Ziggler unterbrochen. Oh, shit. Schön gemacht hier von Bo Dallas. Das hat er von Le Miz gelernt hier. Schön gemacht von Bo Dallas. Und Drew McIntyre mit dem Reversal. Schön. Sehr schön. Headbutt folgt auch direkt hinterher. Und der Cover 1, 2 und der Kickout. Oh mein Gott. Schaut euch Drew McIntyre an. Das ist doch nicht normal für seine Klasse. Und der Running Bulldog hier von Bo Dallas. Er packt sich jetzt hier Drew McIntyre, möchte ihn in die Ecke befördern. Ja, er befördert ihn. Nee, ans Seil. Irish Whip folgt. Oh, dann nochmal hier ein Tritt in den Magen. Und bam, so muss es sein. So muss es sein. Tag folgt. Und man muss ehrlich sagen,
Es sieht nicht gut aus für Drew McIntyre. Und Dolph Ziggler, vor allem dieser Move hier. Schöner Reversal von Curtis Axel. Er befördert hier Drew McIntyre ans oberste Seil. Und jetzt sieht es wirklich schlecht aus für Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Die gingen hier ganz klar als Favoriten ins Match ein. Also in dieses Match rein. Und jetzt sehen die Karten schlecht aus für Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Neckbreaker, nee. Obwohl, war das einer? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt dominieren hier Bo Dallas und Curtis Axel. Der Cover folgt auch hier. Eins und zwei und drei, nein. Dolph Ziggler musste da noch einmal unterbrechen, aber selbst Dolph Ziggler wird hier wieder abgefertigt. Und jetzt muss Drew McIntyre hier das Match drehen. Also Elbow Drop hier von Curtis Axel. Also es sieht wirklich schlecht aus hier für unsere Favoriten, für Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Also ich hätte nicht gedacht, dass das B-Team, Bo Dallas und Curtis Axel hier so viel Stärke in dieses Spiel, in dieses Match hier reinbringen. Also wow, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Oh, das ist unfair. Die Füße am Seil und da gibt es aber den Kickout und das Match hätte schon längst zu Ende sein können. Vor allem hier, wie Drew McIntyre abgefertigt wird hier von Curtis Axel und Bo Dallas. Und die sehen auch wirklich stark aus hier in diesem Match, die beiden Superstars hier, also die Raw Tag Team Champions. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Reversal von Drew McIntyre. Und jetzt gibt es den Ansatz zur Powerbomb. So Leute, kleiner Cut hier, also was Audio angeht. Ja, ich wusste gerade nämlich kurz weg und jetzt kommentiere ich das Match weiter und Drew McIntyre, er hat sich wieder in das Match eingefunden hier. Und jetzt fertigt er hier Curtis Axel ab und ach du Scheiße, tut das weh. Ach du Scheiße, das sah schlimm aus und jetzt soll es... Nee, er soll nicht den Tag geben und jetzt schaut es euch an, wie er jetzt seine Wut hier rauslässt. Das, was Curtis Axel eben bei Drew McIntyre gemacht hat, das macht Drew McIntyre jetzt mal bei Curtis Axel. Und er lässt hier seine Wut raus und fertigt hier Curtis Axel ab. Weitere Powerbomb hier von Drew McIntyre. Und jetzt gehen die ja richtig ab. Also Drew McIntyre, ich hab's gesagt, es ist ein Monster. Und jetzt gibt es den DDT. Und das muss es sein. Eins, zwei. Oh nein, Kickout. Ja, was heißt Kickout? Bo Dallas unterbricht hier diesen Pinfall. Und da rastet Drew McIntyre komplett aus. Also er rastet hier wirklich aus. Das hat man ihn auch gerade an seiner Reaktion angesehen hier. Wie er gerade ausrastet. Also, wow. Einfach nur krass hier. Und jetzt ist wieder alles offen. Drew McIntyre macht hier gerade für sein Tag Team alles. Er kassiert, er steckt ein und er holt auch wieder raus. Cover von Axel. 1, 2 und Kickout bei 2,5. Und die Crowd ist hier auch im Match und Dolph Ziggler applaudiert hier einfach nur. Ja. Was auch sonst? Was soll man auch nur dagegen sonst sagen? Und Reverse hier von Drew McIntyre. Drew McIntyre jetzt. Oh shit, tut das weh. Drew McIntyre, sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt soll es den Ansatz zum nächsten DDT geben. Es gibt ihn. Der zweite. Und das muss es sein. Eins, zwei und drei. Wir haben neue Raw Tag Team Champions. Glückwunsch hier an Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Hier sehen wir die Wiederholung. Oh, ne, sehen wir nicht. Aber wie gesagt, Glückwunsch an Dolph Ziggler. Ey, und Dolph Ziggler geht hier auf Bo Dallas ein, während Drew McIntyre hier wieder auf Curtis Axel losgeht. Und man sieht auch, wie sie hier weitermachen wollen. Der Sieg reicht ihnen nicht und der Titel gewinnt. Sie wollen hier die Tag Team Division dominieren und wollen hier jeden fertig machen. Und Drew McIntyre, Respekt hat er verdient. Wow. Er hat das ganze Match hier für sich eigentlich entschieden. Glückwunsch. Und wenn euch die Folge bis jetzt gefallen hat, Hashtag Raw in die Kommentare. Wow. Einfach nur wow. Glückwunsch.
Ja, Leute, wir haben hier die erste Raw-Ausgabe und auch wirklich die letzte Raw-Ausgabe hier vor dem anstehenden Pay-Per-View Backlash. Beim WWE 2K19 Universe Mode ist es nämlich so, dass die Pay-Per-Views in der ersten Woche am Sonntag stattfinden. Und ich kann den auch jetzt nicht verschieben, deswegen wir verfolgen den Pay-Per-View-Kalender vom WWE 2K19 Universe Mode. Und deswegen, liebe Leute, werden wir direkt nach SmackDown Live ein paar Tage später, also so zwei, drei Tage später oder einen Tag später, direkt Backlash zu sehen bekommen. Wir werden heute die Matchcard einblenden, also ihr werdet die Raw-Matches, die bis jetzt bestätigt sind, sehen. Aber die Smackdown-Matches, die werden wir erst bei der Smackdown-Ausgabe sehen. Also so gesagt, die ganze Matchcard werden wir erst bei der Smackdown-Ausgabe zu sehen bekommen. Heute bekommt ihr nur die Raw-Matches mit. Und Leute, wenn ihr Backlash nicht verpassen wollt, es wird gestreamt, also live gestreamt auf meinem Kanal. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, einfach dieses Video hier liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und einfach dranbleiben hier beim Projekt, Leute. Es wird ein mega geiles Projekt. Und wenn euch die Folge bis jetzt gefallen hat, wie gesagt, Hashtag War in die Kommentare über positives Feedback, würde ich mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir auch zum Matchcard. Und zwar, unser erstes Match von Monday Night Raw ist das Raw Women's Championship Match. Unsere Raw Women's Championess Alexa Bliss verteidigt ihre Championship gegen Ember Moon bei Backlash, Leute. Ember Moon gegen Alexa Bliss um die Raw Women's Championship. Dieses Match kann echt spannend werden, vor allem noch wegen Sasha Banks. Also Sasha Banks möchte sich ja beweisen. Und Leute, darauf freue ich mich sehr. Das Intercontinental Championship Match. Seth Rollins verteidigt seine Intercontinental Championship gegen Finn Balor. Leute, schaut euch diesen Blick an von Finn Balor, Mann. Leute, es kann einfach nur ein richtig krasses Match werden. Und ich denke mal auch, dass es ein richtig krasses Match werden wird. Leute, dieses Match war einfach nur krass. Und dann ein Match zweier Giganten von Monday Night Raw. Der Big Dog, der Universal Champion Roman Reigns verteidigt seine Universal Championship gegen das Monster Among Men, Braun Strowman, Leute. Und auf dieses Match freue ich mich auch. Also Leute, Backlash nicht verpassen, Leute. Das sind die ersten drei Matches, die hier bestätigt sind. Also wie gesagt, einfach abonnieren, die Glocke aktivieren und Hashtag Raw bzw. Hashtag Backlash in die Kommentare und viel Spaß mit Monday Night Raw. Wir machen weiter. Ja, Leute, wir machen weiter mit Jason Jordan gegen Dean Ambrose. Und ja, hier konnte ich auswählen, wer gewinnt, aber mit 4 konnte man simulieren. Also, nicht wundern. Dean Ambrose konnte Jason Jordan besiegen. Sami Zayn besiegte John Cena. Sehr gut. Und hier sehen wir unsere Number One Contenderin Amber Moon. Die trifft hier auf Ruby Riot. An ihrer Seite Sarah Logan und Liv Morgan vom Riot Squad. Und wer gewinnt hier? Amber Moon konnte hier vor ihrem Match gegen Alexa Bliss bei Backlash nochmal einen Sieg sichern. Und Bobby Roode besiegt Baron Corbin. Jetzt kommen wir aber auch zu unserem Main Event vom heutigen Abend. Nach diesem Match ist auch schon Schluss. Braun Strowman gegen Seth Rollins, liebe Leute. Das Monster Among Men. Braun Strowman trifft jetzt auf den Intercontinental Champion Seth Rollins. Braun Strowman trifft hier auf Seth Rollins in unserem Main Event. Viel Spaß! Ja, hier sehen wir auch Braun Strowman, ja, Money in the Bank Gewinner steht hier. Er löst aber seinen Koffer ein, um ein Universal Championship Match bei Backlash zu bekommen. Das heißt, am Sonntag
werden wir diesen Koffer nicht mehr bei ihm in den Händen sehen. Und es ist die Get These Hands Chance. Und Braun Strowman ist bereit für seinen Gegner, der Intercontinental Champion, der Tag Team Partner hier von Roman Reigns. Es ist Seth Rollins. Hier sehen wir auch den Intercontinental Champion, wie gesagt, der Tag Team Partner von Roman Reigns und Dean Ambrose von The Shield. Also, ja, er muss seine Intercontinental Championship am Sonntag gegen Finn Balor verteidigen bei Backlash. Es wird safe ein sehr, sehr gutes Match, und dieses Match hier gegen Braun Strowman ist ja ein Test für ihn, für Seth Rollins. Und kann er sich gegen das Monster Among Men beweisen, das finden wir jetzt gleich heraus. Ja, Leute, es ist unser Main Event hier in der heutigen Raw-Ausgabe. Es ist die erste Raw-Ausgabe im WWE 2K19 Universe Mode. Und unser Main Event lautet Braun Strowman gegen Seth Rollins. Letztes Jahr war unser Main Event ein Number One Contenders Match für die Universal Championship. Und da trafen Braun Strowman und Roman Reigns aufeinander. Dieses Jahr ist es Braun Strowman gegen Seth Rollins. Und vielleicht nächstes Jahr Braun Strowman gegen Dean Ambrose. Das wär's. Also wenn das wirklich so kommt, also wenn das wirklich passiert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, diesmal ist es nur eine Vorbereitung für Backlash. Also Braun Strowman, Seth Rollins, beide müssen sich heute beweisen. Und wollen ihre Gegner hier zeigen, dass sie es können. Und Seth Rollins hier mit einer starken Clothesline an Braun Strowman. Und jetzt bearbeitet er hier die Arme von Braun Strowman, hebt ihn wieder hoch. Oh, eine Knie ins Gesicht. Und noch einer. Und jetzt liegt auch Braun Strowman. Und jetzt burn it down. Ja, Mann, so muss es sein. Und jetzt hebt er hier wirklich Braun Strowman hoch. Wow, echt gut gemacht hier von Seth Rollins, wie er hier ins Match eingeht. Also sehr, sehr, sehr gut. Also wirklich eine sehr gute Strategie. Aber ja, Braun Strowman kommt hier direkt raus. Man muss hier mehr zeigen, um Braun Strowman bis 3 auf der Matte liegen lassen zu können. Zum Beispiel so eine Aktion muss man zeigen. Let's go, Seth, let's go. Geil, geil, geil. Und dann, oh, dieser Reversal von Braun Strowman hier. Ja, da hat man noch nicht so viel kassiert. Sagt Braun Strowman. Und oh, da wirft er einfach mal hier Seth Rollins weg. Als wäre Seth Rollins einfach nur ein Spielzeug. Oder hebt er ihn auch einfach nur hoch, als wäre es ein Stock. Und befördert ihn hier auf den Hallenboden. Aber Seth Rollins hier mit dem Tritt ins Gesicht. Der Tritt geht jetzt daneben, jetzt befördert er Braun Strowman wieder zurück in den Ring, folgt ihn auch wieder und oh, Hurricane Runner hier von Seth Rollins, und da rastet er komplett aus. Er rastet er hier komplett aus und das macht Seth Rollins hier wirklich gut. Und jetzt gibt es hier den Comeback-Move hier von Seth Rollins, sehr, sehr schön gemacht. Und Seth Rollins macht das Ganze hier perfekt. Oder gibt es den Superkick? Das ist ein Signature-Move
hier von Seth Rollins so früh. Und schaut euch an, wie er hier auch abgeht. Seth Rollins mit dem Finisher. Und das, nein, wird Seth Rollins so schnell Braun Strowman besiegt. Das wär's. 1, 2 und Kickout. Nicht weit 3 Minuten sind wir hier im Match und Seth Rollins zeigt hier, was er drauf hat. Und das muss er nur am Sonntag bei seinem Intercontinental Championship Match gegen Finn Balor zeigen. So eine Leistung muss er nur zeigen. Dann dieser Reversal und der Clothesline, der hier Braun Strowman aus dem Ring befördert. Und jetzt rastet Seth Rollins komplett aus. Und hier gibt es auch die This is Awesome Chance. Voller Crowd, aber so einen starken Clothesline kann man nicht ausweichen. Vom Monster Braun Strowman. Beim WWE 2K18 Universe Mode hat es Braun Strowman ja geschafft, die Universal Championship zu sichern. Hat aber seine Universal Championship bei Money in the Bank gegen Sheamus verloren. Ja, gegen Sheamus. Aber Sheamus war auch wirklich einer der größten Stars im WWE 2K18 Universe Mode. Und Braun Strowman, ja, er packt sich hier Seth Rollins so früh und jetzt gibt es den Running Power Slam. Als ob es das schon ist. Ein Running Power Slam haben wir dann fast nur gesehen. Von Strowman 1, 2 und 3. Was? Das Match ist wirklich schon vorbei. Aber wir haben wirklich nur Seth Rollins gesehen in dem Match, der hier sehr starke Leistung gezeigt hat. Und Braun Strowman macht hier 1, 2 Clotheslines, wirft ihn einmal weg. Running Power Slam und der Intercontinental Champion liegt 3 Sekunden schon auf der Matte. Und jetzt gibt es hier den Handshake, Respekt. So muss es sein, das ist sportlich. So muss es sein. Und wir wünschen Braun Strowman viel Glück bei seinem Universal Championship Match am Sonntag gegen Roman Reigns bei Backlash. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke über positives Feedback. Würde ich mich ebenso freuen. Kommt bei den Livestreams vorbei. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.